Hey ho Minecraft-Freunde, heute stelle ich euch den 12W34A Snapshot vor, der es wirklich in meinen Augen in sich hat. Also, dranbleiben lohnt sich. Es gibt nun Bilderrahmen. In ihnen kann man mit der rechten Maustaste Items platzieren, meinetwegen in dem Fall das Schwert, und auch mit der rechten Maustaste drehen, wie man hier deutlich erkennen kann. Für mich in der Art ist das eher so eine Art Deko-Zweck und hätte auch draußen bleiben können, obwohl ich das auch eigentlich eine schöne Neuerung finde, wenn man halt das Haus schöner gestalten kann und das Ganze, wie man hier auch sieht, geht mit anderen Sachen, meinetwegen in der Truhe. So, dann gibt es nun auch Blumentöpfe. Von oben sehen die so aus und man kann da eigentlich alle pflanzlichen Sachen reinpacken, meinetwegen Blumen, Pilze, Saplings und auch sogar Kakteen. Leider habe ich die Kakteen erst im Nachhinein bemerkt, aber auf jeden Fall sehen die Kakteen darin richtig geil aus, also Respekt. Etwas gequetscht, aber Kakteen gehen auch und das finde ich cool. Cool gemacht. So, Blumentöpfe mal eben hier wieder raus. Das geht auch wieder mit der linken Maustaste wieder hingepflanzt. So, und dann habt ihr hier eine schöne Steinmauer. Einmal bemooste Steinmauer und einmal eine normale. Man kann da rüberlaufen wie bei einem Zaun. Und man kann da auch wie beim Zaun nicht von der Seite rüberspringen. Es gibt noch ein paar Neuerungen bei den Karten. Man muss diesen nämlich erstmal aktivieren mit dem Rechtsklick. So. Und wo bin ich eigentlich? Moment. Da unten bin ich. Unten rechts in der Ecke. So, diese Karte kann man natürlich auch im Bilderrahmen aufhängen. Dort wird dann die Karte mit einem kleinen grünen Punkt vermerkt. Also wo die Karte hängt, das ist die Karte. Dort bin ich. Dort hängt ja auch gerade die Karte. So, Bilderrahmen wieder ran. Und man kann die Karten nun auch verdoppeln. Das heißt, man kann meinetwegen ein Exemplar für einen Bilderrahmen hier lassen und eins mitnehmen wieder. Einfach so machen, das geht ganz einfach, Papier daneben und dann die Karte halt, wie ihr eben gesehen habt. Und dann kann man meinetwegen, wie ich eben schon meinte, ein Exemplar hier lassen und dann wieder auf Reisen gehen. So, wenn man am Kartenrand ist, dann wird das auch angezeigt. Meinetwegen wird hier der Pfeil, ist der Pfeil etwas abgehackter. Und ja, hier sieht man halt deutlich, dass man am Maprand ist. Treppen schließen nun auch an den Ecken ab. Das ist aber noch im Test, kann man sagen, denn es wird mit eurer Hilfe noch verbessert und die Entwickler wollen dann noch etwas optimieren. So, nun können NPCs auch durch Portale reisen. Leider hatte ich in dem Beispiel hier vergessen, dass ich auf Friedlich gespielt habe und deswegen Creeper gar nicht spawnen konnten. Aber ich habe ja dafür diese Dorfbewohner gehabt und die habe ich einfach mal durch das Portal geschickt. Und der Professor Milchbubi war dann auch auf der anderen Seite angekommen. Und ja. Nun kann man auch Lederrüstungen färben. Und allgemein haben Lederrüstungen eine allgemein eher bräunlichere Farbe bekommen. Finde ich schön. Auch diese Färbung, dass man das färben kann, einfach mit Färbemittel daneben im Crafting-Bereich. Und schwupp hat man seine Ausrüstung gefärbt. Es gibt nun zwei neue Feldfrüchte, einmal die Karotten und die Kartoffeln. Beide kann man ganz normal wie gewöhnlich eigentlich anpflanzen, einfach Feld etwas pflügen und dann einfach Karotten reinstecken. Wenn man die Karotten erntet, kriegt man wieder Karotten daraus und man kann diese wie mit dem goldenen Apfel eigentlich auch in goldene Karotten verwandeln. So. Bei den Kartoffeln ist das etwas anderes, da gibt es giftige Kartoffeln und gebackene Kartoffeln. Bei den giftigen Kartoffeln weiß ich leider nicht genau, wie das geht, wie man so eine bekommt, oder ob das auch irgendwie durch einen Fehler kommt, bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube mit dem Trank. Auf jeden Fall ist es bei der gebackenen Kartoffel so, einfach in den Ofen die normale geerntete Kartoffel schieben und schon kriegt man eine gebackene Kartoffel und die heilt einem ein paar Hungerkeulen. Es gibt nun auch Holzknöpfe. Wie man die genau craftet, weiß ich leider nicht genau. Auf jeden Fall kann man die meinetwegen mit einem Pfeil aktivieren, bam, und dahinter irgendwelche Sachen auslösen, wie in dem Fall hier TNT. Wow, heftig. Nun kann man Falltüren auch oberhalb eines Blockes anbringen, erstmal hier unterhalb, wie wir es kennen, aber nun auch oberhalb. Uiuiui, bam, es klappt. So, nun gibt es einen Trank, nämlich einen Trank der Unsichtbarkeit. Den nehme ich auch gleich mal. Erstmal hier die Ansicht wechseln. So, hallihallo und tschüss. Man hat eigentlich nur noch die Rüstung da. Ansonsten steigen noch ein paar Blasen auf, die einen später vielleicht mal verraten könnten. Aber ansonsten ist man komplett unsichtbar. Was ich richtig lustig finde für irgendwelche Turniere. Ich weiß noch nicht genau, wofür man das braucht, aber ich finde das lustig. So, nun hängt das Feuer, die Feuerstärke vom Schwierigkeitsgrad ab. Ich bin hier gerade auf Friedlich. Deswegen stecke ich hier einfach mal den Baum an und warte mal einen Moment, bis sich die Seiten vom Baumstamm eher angezündet haben. Moment. Wir haben ja Zeit. Dum 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 dum.
dum, 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 nach. Okay. Die brennen an der Seite. Hat etwas lange gedauert. Und nun möchte ich einfach euch mal das Ganze auf der Stufe schwer zeigen. Schwer, uiuiui. Bam. 3, 2, 1, ui. Ja. Ich denke mal eindeutig, dass es wirklich vom Schwierigkeitsgrad abhängt. Okay. Es gibt ein neues Biom, nämlich Jungle Hills. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also auf Deutsch heißt das ja Dschungelhügel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier einer ist. Wenn ja, dann feiere ich mich. Es gibt nun zwei neue Grafikoptionen unter Grafikeinstellungen. Einmal Fullscreen an und aus. Früher ging das ja mit der Taste F11. Auf jeden Fall gibt's auch noch Use V-Sync aus und an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das macht. Das solltet ihr, wenn ihr das wirklich wissen wollt, mal googeln. Ich glaube aber, nichts Weltbewegendes. Es gibt einen neuen Boss, nämlich den RZA. Und dieser, den kann ich leider noch nicht spawnen, weil das einfach noch nicht geht. Ihr könnt mir da gerne mal Tipps geben, wo ich den spawnen kann oder ob das schon geht. Ich habe mir auch schon mal eine Welt gedownloadet, auf der anscheinend oder angeblich der Boss drauf ist. Aber leider, ja, ging das irgendwie nicht. Und auf jeden Fall kommt hier nochmal der Befehl, mit dem ich diese Eier bekommen habe. Giftgomme HD 383. Und dann kriegt ihr auch diese Eier, aber mit diesen Eiern könnt ihr dann halt leider noch nichts machen. Und naja, ich hoffe mal, oder wenn ihr mehr wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem wurde der Leuchtfeuerblock, also der Work in Progress Block für andere, wurde aus dem Inventar im Creative Modus entfernt. Und ja, dort findet man ihn halt nicht mehr. Und auf jeden Fall hat dieser Snapshot wirklich richtig coole Sachen wieder in Minecraft gebracht. Also ich fand den endlich mal wieder richtig gut. War auf jeden Fall für mich anstrengend. Leider habe ich das etwas gestern verschlafen mit dem Hochladen. Deswegen kommt der Snapshot heute. Aber ich denke mal, es macht auf Langzeit nichts. Also dann Leute, ich verabschiede mich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Snapshot. Mit dem selber ausprobieren. Haut rein. Tschö mit Ö.